Nach zwei, drei Würsten mehr. Habe ich mir die halbe Seele aus dem Leib gehustet und gemacht. Es dreht auf jeden Fall alles. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich habe in letzter Zeit die großen Weißwurst-Tests gemacht, obwohl das ja eigentlich darum ging, verschiedene Senfs zu testen, in Anlehnung an Kästus, seine Senftests mit Weißwurst. Und jetzt habe ich in München, als wir mit Hannes unterwegs waren, was gesehen. Hannes hat Senf mitgenommen, den hinterfotzigen Senf. Hinterfotziger Senf steht da drauf. Zutaten: scharfe Senf, Chili, Petersilie, Meerrettich. Rottler GmbH, Viktualienmarkt 9 bis 11. Mit, keine Ahnung, 200 Milliliter, ist bis 25 haltbar. Ich habe keinen Senf. Ich möchte den mal aufmachen, damit ich den dann verbrauchen kann. Hinterfotziger Senf. Und die Weißwurst-Videos, die ihr gesehen habt, die sind schon relativ alt. Manche sind schon ein Jahr lang alt und her. Aber das möchte ich jetzt neu machen, habe mir dafür wieder eine Packung Weißwürste organisiert. Und jetzt war ich im Wohnzimmer und habe Video geschnitten und habe gar nicht gemerkt, was hier passiert. Und jetzt sehe ich das. Da fehlt einfach ein Stück. Das heißt, der Adi-Schatz, also das hier, Adi-Schatz, alles Gute. Der Adi-Schatz hat in der Zeit, wo er allein in der Küche war, einfach die Packung aufgefressen und hat hier ein Stück von der Weißwurst rausgenascht. Da willst du dich noch wundern oder was? Das sind die guten Zimmermann Münchner Weißwürste, 5 Stück. Ich werde die jetzt wieder zubereiten, diesmal aber nicht Topf mit Wasser aufsetzen und zum Sieden bringen, dann runterstellen und die Würste rein und 10 Minuten stehen lassen. Ich werde das diesmal einfach auch im Wasserkocher machen, Wasser kochen, dann in den Topf stellen und dann die Würste rein. Geht gefühlt schneller, als wenn du das auf dem Ofen stellst. So, fürs Thumbnail kurz mal hier. Hinterfotziger Senf von Hannes, genau. So, da seht ihr schon, das Wasser ist fertig. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich mit dem Wasser zuerst mache. Erst Wasser rein und dann Würste, dass das mich anspritzt. Oder erst die Würste rein und dann übergießen. Ich glaube, das wäre sicherer, aber ich packe jetzt erstmal das Wasser rein in den Topf. Das ging jetzt wirklich in einer Minute. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Weil die Würste brauchen ja auch noch Platz. So, schmeißen wir mal die eine rein, die andere rein, die dritte kaputte. Und die zwei letzten, verdammt nochmal, jetzt hat sich das auch noch da abgesammelt. Ja, gieß mal jetzt das auch nochmal drüber. Und die eine Wurst ist bestimmt jetzt richtig ekelig, weil da ist ja die fette Haut drum. Und das ist ja eigentlich dann innen warm, aber da ist ja jetzt die Haut auf. Und da regnet es ja jetzt rein, ja, also da fehlt ja jetzt die Haut da drin, das ist ja sehr, sehr, sehr merkwürdig. Das muss jetzt 10 Minuten blöd rumstehen. So, da sind wir zurück. Die Würstchen, die sind hier in diesem Topf und ich hoffe, die sind jetzt in Ordnung. Sehe ich gerade, ich habe gar kein Messer und nichts, aber ich habe das Senfglas, das machen wir jetzt mal auf. Wir schnüffeln mal hier rein. Das Gute ist, ich bin eher erkältet. Hab da ein bisschen was an der Nase, ne, sozusagen. Das heißt, eigentlich darf ich gar nicht jetzt hier rein und den Senf testen. Aber ich möchte den Senf jetzt einfach mal testen mit diesem Löffel. Diesem goldenen Löffel. Was ist das denn? Erstens, ja, wie Wasabi zieht durch die Nase. Leichte Meerrettichnote, okay. Petersilie. Senfchili, was ist eine Senfchili? Ich weiß es nicht. Es hat trotzdem gleichzeitig auch so einen extrem muffigen Geschmack. Richtig muffig, richtig unappetitlich. Also es ist scharf. Es ist Senf. Aber irgendwie ist es auch total räudig. Am Rand ist es auch irgendwie so weich. In der Mitte ist es total flüssig. Weiß ich nicht, was das für eine Konsistenz sein soll. Wir nehmen uns schnell lieber hier so ein komisches Würstchen. Ja, alle Methoden, wie man die Wurstpelle abmacht, haben wir jetzt vergessen. Wir machen das jetzt einfach mit der Hand.
und tunk mal diese Wurst hier in das Senfglas, in den hinterfurzigen Senf. Schmeckt wie ein Eimer Farbe oder Verdünnung, wenn du irgendwie Farbe wegmachen willst. Verdünnung, chemisch, total, komplett. Und dann zieht's und dann brennt's und dann steigt's. Also gut schmeckt's nicht, gesund schmeckt's nicht. Ist auf jeden Fall abartig. Dankeschön, Hannes. Und hinterfotzig ist es auf jeden Fall. Ihr habt ja auch lauter rote Punkte, grüne Punkte, Petersilie, Chilis, alles drin. Also der Nächste, der kommt und fragt, hast du noch ein bisschen Senf? Und ich sage, nee, aber ich habe noch einen Eimer Farbe im Kühlschrank stehen. Der kann ihn ja gerne mal probieren. Ziehen das trotzdem jetzt nochmal ab. Essen die zweite Wurst, denn du siehst ja, du kannst dich an alles gewöhnen, auch an diesen hinterfotzigen Senf. Denn je mehr du davon isst, desto egaler wird es dir. Das ist bestimmt richtig gut. Desto mehr stirbt auch ab. Und das war es jetzt von meiner Seite aus, glaube ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhauen. Euer Ramses. Ah. Nach zwei, drei Würsten mehr habe ich mir die halbe Seele aus dem Leib gehustet und gemacht. Es dreht auf jeden Fall alles. Ich kann nicht mal sagen, ob es Schärfe ist oder ob es einfach wirklich nur diese reine Chemie ist. Es ist auf jeden Fall nicht gut. Das ist, esst kein Senf. Ja, überlass das den Profis. Oh mein Gott, alles gut. Zwei Würstchen habe ich noch übrig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, euer Ramses. Oh.